Moin! Ich starte heute mal aus dem Innenraum des Fahrzeuges. Wie ihr es anhand des Titels schon sehen könnt, es geht heute um den EQB. Der EQB ist verwandt mit dem EQA und dem GLB. Was er von welchem Fahrzeug übernommen hat und wo vielleicht Unterschiede sind, das schauen wir uns gleich einmal an. Was ich aber schon mal sagen kann, das Fahrzeug hat eine dritte Sitzreihe. Dazu erzähle ich gleich mehr. Erstmal wollen wir uns das Fahrzeug einmal von außen anschauen. Das erste, was mir aufgefallen ist, es ist eigentlich nahezu die gleiche Front wie beim EQA. Wir haben hier wieder ein durchgehendes LED-Frontlichtband, was gerade im Dunkeln natürlich sehr zur Geltung kommt, dadurch, dass es eine große durchgehende LED-Leiste ist. Zudem sehr charakteristisch für Mercedes eben diese beiden Chromleisten mit den großen Sternen in der Mitte. Nur, dass wir hier beim EQ-Modell natürlich keinen richtigen Kühlergrill haben, sondern dass es eben geschlossen ist. Wir brauchen ja keinen Kühlergrill, weil es ja eben ein Elektrofahrzeug ist. Zudem hier bei der AMG-Line haben wir noch die großen Lufteinlässe, die die ganze Front eben sehr sportlich wirken lässt. Aber wo ist jetzt eigentlich der genaue Unterschied zum EQA? Was ist eigentlich anders? Als erstes fällt direkt auf, das Fahrzeug ist viel höher. Das Fahrzeug ist 1,67 hoch und ich kann mit meinen 1,77 mal so gerade rüberschauen. Zudem ist es auch noch relativ lang. Das Fahrzeug ist 4,86 Meter lang und damit ein gutes Stück länger als der EQA. Zudem sieht das Fahrzeug sehr sportlich aus. Wir haben hier eine AMG-Line, das heißt, wir haben einmal die großen 19 Zoll Felgen, hier vorne kann man es ein bisschen besser sehen, eben die großen 19 Zoll Felgen und in Kunststoff verkleidete Radläufe, was vor kleineren oder größeren Schäden direkt schützen kann. Zudem haben wir ein Night-Paket verbaut. Für die, die es nicht wissen, Night-Paket heißt, wir haben abgedunkelte Heckscheiben und diese schwarzen Zierleisten statt Chrom. Genauso wie bei der Dachreling. Auch diese hier ist beim Night-Paket schwarz. Für die Dachreling interessant ist, Dachreling, wir können bis zu 100 Kilo transportieren. Ansonsten kann man tatsächlich von außen den Unterschied zum GLB nur an zwei Merkmalen festmachen. Und zwar zum einen haben wir hier vorne natürlich den Schriftzug EQB, da steht eben nicht GLB und wir haben hier ein Ladekabel. Wenn man das sieht, kann man sich ziemlich sicher sein, wir haben hier kein GLB, sondern ein EQB. Am Heck des Fahrzeugs sieht dies wesentlich anders aus. Hier wird sofort deutlich, dass es ein EQB ist und kein GLB. Wir haben hier diese riesige, durchgehende Heckleuchte, die, wie ich finde, sehr schick gemacht ist. Gerade wenn man im Dunkeln unterwegs ist, sieht das totschick aus. Zudem hier unten einmal, wir sehen, es ist ein EQB 300. Das heißt, wir haben 229 PS und Beschleunigung von 0 auf 100 in 8 Sekunden. Aktuell gibt es den EQB auch noch als 350er, wie anfänglich schon erwähnt. Da haben wir ein bisschen mehr PS, 290 und Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,2 Sekunden. Beide Fahrzeuge sind aktuell mit 4MATIC, also Allrad, ausgestattet, was den Fahrspaß natürlich nochmal erheblich erhöht. Dieses Fahrzeug hier hat zusätzlich noch den Hands-Free Access. Das heißt, ich kann einfach, wenn ich meine Hände voll habe, den Fuß einmal unten am Sensor lang bewegen und schon geht der Kofferraum auf. So, schauen wir uns einmal den Kofferraum gemeinsam an. Ich nehme hier erst einmal die Hutablage weg, damit man hier auch ordentlich reinschauen kann. So, wir haben hier wirklich einen sehr großen, kompakten Kofferraum. Wir haben insgesamt 495 Liter Volumen. Und was ich so praktisch finde, wir haben hier eben eine ebene Ladekante. Das heißt, wir müssen hier nichts rüberheben, sondern haben hier eben keine Kante, obwohl es ein Elektrofahrzeug ist. So, richtig interessant wird es aber, wenn wir hier die Matte einmal wegnehmen. Denn der EQB ist das einzige Elektrofahrzeug, was die Möglichkeit hat, 7 Sitze auszustatten. Wir haben unter dieser Matte hier noch 2 ausklappbare Sitze. Und wie man die ausklappt, das gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Als erstes fangen wir an, die Hutablage einmal rauszunehmen, denn wenn wir die Sitze hochziehen, dann würde die natürlich im Weg sein. Und außerdem will da ja auch keiner sitzen mit der Hutablage direkt auf der Brust. So, wie wir die rauskriegen, hier oben ist einmal ein Pfeil, der zeigt nach rechts. Das heißt, wir müssen hier oben einmal anpacken und den nach rechts ziehen. Und dann können wir die so raushebeln. So, als nächsten Schritt müssen wir einmal die Rückbank verschieben. Man kann hier beide Teile der Rückbank verschieben, und zwar indem wir einmal hier unten den Hebel ziehen und dann die Rückbank nach vorne ziehen. Das geht bis zu 14 cm und verschafft uns dadurch enorm viel Platz hinten. Das gleiche machen wir noch einmal für den Doppelsitz hier. So. Wir können wirklich sehen, wir haben jetzt hier eine Menge Platz gewonnen. Um die Sitze jetzt auszuklappen, müssen wir zunächst einmal die beiden roten Schlaufen ziehen, denn die Sitze sind eingerastet und sonst kriegen wir sie nicht ausgefahren. So, die sind uns jetzt ein Stück entgegengesprungen. Jetzt können wir über die beiden schwarzen Schlaufen die Sitze einmal ausklappen und einrasten lassen. Das gleiche auch auf der rechten Seite. So,
Die Kopfstützen können wir einfach rausschieben, je nachdem, auf welcher Höhe wir die benötigen. Sobald sie auf der maximalen Höhe sind, gehen sie nicht mehr rein. Da muss man einmal den schwarzen Knopf hier drücken und dann können wir die wieder reinschieben. So. Wenn wir die Sitze jetzt wieder runterklappen wollen, dann ziehen wir einfach wieder einmal die rote Schlaufe und der Sitz fährt automatisch nach unten und rastet ein. So, genau. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie sitzt man da hinten eigentlich? Und deshalb klappe ich den noch einmal schnell aus und dann setzen wir uns da einmal kurz gemeinsam rein. So. Genau, da man von hier hinten nicht besonders gut einsteigen kann, macht man das logischerweise auch von der Rückbank. Und zwar haben wir auf der linken Seite des Sitzes hier oben einen Hebel. Den müssen wir einmal ganz nach hinten ziehen und dann können wir die ganze Sitzreihe ein Stück nach vorne schieben. Und dann kann ich hier relativ bequem einsteigen. So. So, die beiden hinteren Sitzplätze sind ausgelegt für Personen bis 1,65 Meter. Ich bin, wie schon erwähnt, ca. 1,77 Meter. Also so richtig bequem ist es nicht. Wenn ich so leicht nach vorne geneigt bin, dann kann ich hier zwar sitzen, aber wenn ich mich wirklich mal nach hinten hinlehne, dann ist das doch ganz schön eng an der Decke. Ich schiebe jetzt nochmal den Sitz hier auf Fahrposition. So, wobei ich mal sagen, von den Beinen her geht das eigentlich. Da habe ich noch relativ viel Platz nach vorne, nur mit dem Kopf wird das eben ein bisschen eng. Also die hinteren Sitzplätze sind tatsächlich eher für Kinder ausgelegt. So, dann steige ich hier mal wieder aus. Also das Aussteigen ist tatsächlich für größere Personen etwas unbeholfen, aber wie gesagt, für Personen bis 1,65 sollte das kein Problem sein. So, dann klappen wir den Sitz mal wieder zurück. Dafür ziehe ich wieder den Hebel einmal durch. Kann den jetzt einmal so wieder in die Ausgangslage zurückbewegen. Genau. Das gleiche mache ich noch einmal auf der anderen Seite. Dafür einfach nach hinten drücken, einmal an der Schlaufe ziehen, damit er auch ganz nach hinten geht. Und genau das gleiche einmal für den mittleren Sitz. So. So, ich muss sagen, das ist wirklich bequem. Also ich habe hier jede Menge Platz nach oben, bestimmt noch mal 10 cm. Da könnte man auch ein gutes Stück größer als ich sein. Und vor allem habe ich jede Menge Beinfreiheit. Also ich habe hier bestimmt 20 cm Platz. Da könnte der Fahrersitz ja wirklich liegen. Also der könnte noch ein gutes Stück nach hinten. So, das Fahrzeug hat jetzt zusätzlich noch eine Thermotronik verbaut, was gerade bei längeren Fahrten sehr angenehm ist, weil wir den Fondbereich auch kühlen können. Zudem haben wir unten noch einen USB-C-Ladeanschluss für unsere Endgeräte auf längeren Fahrten, wenn der Akku schwach wird. Und wir haben hier im Mittelsitz versteckt noch eine Armlehne. Diese Armlehne ist nicht nur eine Armlehne, sondern hat eben auch noch zwei versteckte Cupholder, wo man eben Getränke auf längeren Fahrten bequem abstellen kann, ohne dass die hier groß durchs Auto fliegen. Genau, die kann man hier einfach wieder einklappen und so kann man die wieder verschwinden lassen. So, dann steigen wir hinten mal aus und schauen uns mal den Vorderbereich des Fahrzeugs an, das Cockpit, und schauen mal, wie viel EQA da im EQB steckt. So, was mir auf den ersten Blick auffällt, es sieht nahezu identisch aus wie im EQA, wie in der A- oder B-Klasse. Also das MBUX ist soweit geblieben. Wir haben hier wieder die beiden 10,25 Zoll Displays und das Ganze wirkt sehr vertraut auf mich. Jeder, der schon mal mit dem MBUX gearbeitet hat, für den wird auch das sehr vertraut vorkommen. Wir können den linken Bildschirm wieder über das Lenkrad bedienen, können über das Multifunktionslenkrad die Navigation, die Reise, Medien oder eben die Stile wechseln. Genauso können wir aber das rechte Display entweder mit dem Touchpad unten oder direkt am Bildschirm über den Touchscreen bedienen. Genau, daher kann man auch direkt sehen, das Fahrzeug hat sogar die Smartphone-Integration, also Apple CarPlay wäre auch bei diesem Fahrzeug möglich. Haben wir übrigens vor 2 Wochen ein Video drüber gemacht, wenn euch das interessiert, dann verlinke ich euch das Video einmal hier oben rechts, dann könnt ihr das einmal anschauen. Besonders gelungen finde ich vor allem das neue Lenkrad. Wir haben hier, bin ich der Meinung, erstmals ein Alcantara-Lenkrad in einem Elektrofahrzeug. Das ist bis jetzt ein Lenkrad, was ich nur aus AMG-Fahrzeugen kenne. Zudem die Ambientebeleuchtung, gerade hier mit dem Wabenmuster, finde ich sehr schick. Und wir können dann sogar, wenn wir in den Komfort gehen, diese Ambientebeleuchtung mehrfarbig auswählen. Das sieht richtig schick aus. Zum Beispiel jetzt Red Moon haben wir eben Rot, Blau oder mein Favorit wäre Purple Sky. Dann haben wir das hier einmal in Lila und in Blau. Finde ich echt cool gemacht. Meine persönliche Meinung zum Fahrzeug, ich finde ihn sehr gelungen. Gerade wenn man das Raumangebot eines GLBs haben möchte, allerdings voll elektrisch fahren möchte, dann ist es wirklich das perfekte Fahrzeug. Ich muss aber sagen, gerade vorne im Fahrerbereich hätte ich mir doch die eine oder andere Änderung gewünscht, denn man kann quasi kaum erkennen, ob es ein EQA, ein
EQB oder eine A-Klasse ist. Da wäre die ein oder andere Individualisierung wirklich nett gewesen. Allerdings ist es das einzige Fahrzeug, was es bis jetzt auf dem Markt gibt, was voll elektrisch ist und 7 Sitze hat. Und das ist wirklich Premiere und das erleichtert natürlich den Alltag von Familien mit mehreren Kindern enorm. Zudem hat das Fahrzeug einfach dieses riesige Raumangebot. Wenn ich die Sitze umklappe, dann haben wir wirklich eine ebene Fläche mit bis zu 1700 Liter Ladevolumen. Vor allem haben wir eben diese ebene Kante und dadurch könnten wir eine große Matratze reinlegen, damit campen fahren oder große Schränke transportieren. Aber wie findet ihr das Fahrzeug? Findet ihr es genauso wie ich gelungen oder sagt ihr, das Fahrzeug ist überflüssig oder hättet ihr noch das ein oder andere Detail gewünscht? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.